Wirtschaftskampagne. Ah, da gibt's gar nicht so viel. Siegesfeier. Am königlichen Hof soll bald ein großes Festmahl stattfinden. Gründet eine kleine Siedlung, um dort das Bier und den Käse für das Bankett zu produzieren. Sucht euch eine Lichtung in den Wäldern südlich des Königsschlosses und macht euch sofort an die Arbeit. Also 50 wird immer verdoppelt, okay. Ah, dann wundert's mich natürlich nicht. Hinweise. Platziert ein paar Holzverlöten und Jägerstände, um euch Nahrungsholzvorräte aufzustocken. Baut das nächste Kessel rein, wenn ihr Holz gesammelt habt. Darauf sollten Hopfenfarmen folgen. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ah, die habe ich sogar schon mal gespielt. Daran kann ich mich erinnern. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Wir müssen mit Nahrungsmitteldiebstählen und Pest rechnen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ah, das könnte ich auch machen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Oh. Machen wir ein bisschen Geschwindigkeit. Viel Zeit haben wir auch nicht, wie es aussieht. Gegen die Pest kann ich nichts machen, okay. Gold brauche ich nicht, ist eine Wirtschaftsmission. Na doch, bei einigen braucht man es schon, aber bei denen jetzt nicht. Kommt, ich brauche Holz. Brauche ich Holz? Eigentlich schon, ja. Ich habe keine Zeit, das so zu machen, wie er es will. Ich muss da jetzt direkt durchstatten. Wir benötigen Holz. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Käse wird nicht gegessen, den muss ich sammeln. Aber wie brauche ich eigentlich? 24 Bier und ich habe schon echt viel Zeit verschwendet. Wow, ich habe echt wenig Zeit, sehe ich gerade. Wie viel Käse brauche ich denn? 200 Käse, ich glaube, ich brauche viel mehr Käsefarmen. Vor allem, weil Käse nicht unbedingt das schnellste Lebensmittel ist. Das Ihr Bier. Könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Macht mir ein bisschen weniger Sorgen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ah, genau das. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Mehr Holz. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich brauche mehr Käse. Weil ich weiß, das geht mit unser sehr, sehr... Ach, den Platz darf ich auch nicht nutzen. Hackt hier mal ein paar Bäume weg. Wie viel Käse haben wir denn? 36, Bier haben wir noch gar keins. Das ist nicht viel, aber da kommt noch was, schätze ich mal. Das mit dem Fleisch war gar keine schlechte Idee. 53. Käse könnte man ganz gut hinkriegen. Bier haben wir noch kein einziges Fass. Na, ich bin doch Bier das Problem. Grausamkeit geht noch nicht, oder? Nee. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Käse haben wir schon fast. Ich glaube, ich brauche mehr Hopfenfarmen. Unsere Hopfenpflanzen Vielleicht sind auch von nicht. Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden.
Dann pflanzt gefälligst nach. Ja, das ist was, womit wir hier viel rechnen müssen. Solche Events. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk hat gegen die Pest kann ich leider gerade nicht viel machen, deshalb muss ich da jetzt Lebensmittel raushauen wie noch was. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Eure Beliebtheit steigt. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Ich habe leider noch nicht genug Hopfen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das macht nichts, dafür sind die Leute sehr glücklich. Das Volk liebt. Die Pest haut immer noch gut rein, das ist nicht schön. Wenigstens der Käse geht vorwärts. Und kann ich den. Wenn das. Vielleicht muss ich gleich den Käse reinhauen. Oh, es kommt was gut. Ist die Pest endlich weg? Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die Ernte zerstören. Ich würde mich freuen, wenn ich mal wieder ein bisschen Hopfen ernten könnte. Weil wie soll ich das schaffen, wenn alle meine Hopfenfarm immer wieder kaputt gehen? Ich brauche den Hopfen, ohne Hopfen kann ich nichts machen und wenn das Event zu oft kommt, dann kann ich nichts schaffen in der Zeit. Ah, Käse haben wir schon fast. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Unsere Hopfenpflanzen. Ey, das ist doch ein scheiß Witz. Ich krieg kein bisschen Hopfen zusammen so. Ich muss wenigstens die Chance haben, dass ich den Hopfen kriege. Oder muss ich gleich am Anfang die ganzen Hopfenfarmen bauen, damit ich genug Hopfen einlagere? Und jetzt kommt nur noch das Event, dass bevor die Ernte fertig ist, dass alles kaputt ist. Weil der hat noch nicht mal angefangen anzubauen, ist schon alles weg. Etwas stimmt mit unserem Hopfen nicht, my Lord. Okay, jetzt fangen sie an zu anzubauen. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Das ist gerade nicht so wichtig. Gut, den Käse haben wir schon. Was stimmt mit unserem Hopfen nicht, my Lord? Das ist jetzt Burggespräch Nummer 1. Der Hopfen funktioniert nicht. Gut, Käse haben wir. Was gut ist, es gibt wenigstens kein Feuer hier. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Oh ja, Käse haben wir genug. Über 200 Laib Käse. Jetzt hoffen wir drauf, dass der Hopfen wenigstens wächst und wir brauchen 12 Mal Hopfen hier drin. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Es ist okay, sammelt den Hopfen. Ah, doch, ich glaube, es gab eine Mission, in der ich Eisen kaufen musste, weil ich Schwerter herstellen musste. Da muss ich dann doch sehr viel Geld sammeln. Da muss ich, glaube ich, Ich glaube, das könnte sogar die nächste sein. Kommt schon, das Fest rückt immer näher und wir haben gerade an die Hälfte an dir. Und wir haben die Pest. Eure Lordschaft. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Gott, ich dachte, ich stirb jetzt. Das wäre schlecht gewesen. 7? 8? 8 mal Hopfen. Da kommt noch ein bisschen was rein. Gut, den Hopfen haben wir schon mal. Das heißt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Mehr Brauer. Damit es jetzt schneller alles gebracht wird. Klar, wir haben keinen Weizen mehr, aber. Ist nicht ganz so wichtig, es gilt nicht für unsere Aufgabe. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Käse ist sehr gut im Kommen. Jetzt haben wir schon fast 300 Laib Käse. Okay, ist die Pest noch am. Das Volk hat eine hohe Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Doppelte Rationen, großartig. Wenn ihr schon an der Pest sterbt, dann sollt ihr auch gut essen. Beste Chance zu überleben. Okay. 16. 24. Gut.
Ich glaube, das schaffen wir. Schneller geht's nicht. Wir haben noch genug Hopfen drin. Und wenn die jetzt alle ihr Bier abliefern, dann haben wir es tatsächlich schon. Muss nur eine Superwirtschaft auf die Beine stellen, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Und geschafft. Sieg! 113 Käse extra und 13 Monate zu früh. Und ein schöner Elch. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das große Tal machen wir beim nächsten Mal. Das war Let's Play Stronghold für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und ja, die Wirtschaftskampagne wird noch lustig. Die ist nicht so lang. Und dann die Wirtschaftsmission. Und natürlich gibt es noch das freie Bauen. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.